Die Bücher von Timothée de Formel gefallen mir deswegen so gut, weil er eine ganz besondere Art hat, Abenteuer zu erzählen. Und zwar in einer bilderreichen, aber sehr knappen Sprache, die einen sofort in die Atmosphäre der jeweiligen Welt hineinzieht. Ob das nun die Atmosphäre, die Welt des Baumes ist wie bei Toby Lawless oder die Welt der 30er, 40er Jahre wie bei Bango oder zuletzt eigentlich zwei Welten, die aufeinanderstoßen in die wundersamen Koffer des Monsieur Perle. Ich finde das als Leser sehr, sehr spannend und es freut mich als Übersetzer, als einer der beiden Übersetzer, wir übersetzen das ja gemeinsam mit Sabine Greving zusammen, weil man als Übersetzer ja schon mehrere Monate mit so einem Buch zugange ist und es sich immer wieder als sehr wichtig für unsere Motivation bei der Arbeit auch erweist, dass man auch noch beim dritten, vierten, fünften Arbeitsdurchgang immer noch was Neues entdeckt und das Ding immer noch spannend findet.